Hi, hier ist Marc von Fahrtechnik TV, Ride First auf YouTube. Ja, ich bin heute im Bikepark Winterberg und es ist schon ganz schön kalt. Deswegen hier auch meine Montur. Und ja, ihr seht auch schon Thomas, den kennt ihr auch schon von unserem Streckenchecken-Video, unserem Geländedrop-Video. Und wir wollen heute hier ein bisschen was klären im Slopestyle. Und zwar zum Hintergrund, das könnt ihr mal da sehen. Da seht ihr ja die Drops vom Slopestyle und der hohe Drop im Slopestyle, der ist für mich jetzt auch so eine Challenge, weil ihr wisst ja aus meinem Interviewvideo, meine wilde Zeit, wo ich wirklich Roadgaps und all sowas gemacht habe, das war 2004. Also ganz schön lange her. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren auch wieder ein bisschen mit Bikepark unterwegs, aber so richtige Mutproben, wo ich sagte, boah, hoher Drop, wo ich mir richtig in die Hosen scheiße erstmal, allein so vom Visuellen, da siehst du, boah, da geht's tief runter. Das habe ich auch schon lang nicht mehr so gemacht. Okay, ein paar Sachen hatte ich auch hier schon im Bikepark, wo ich mich überwunden habe. Aber dieser große Drop im Slopestyle, vielleicht ist der für manche auch nicht wirklich groß, aber für mich erstmal schon. Deswegen heute die Challenge und ich möchte euch dabei Tipps geben, wie ihr euch an hohe Drops heranwagen könnt. Und gehen wir gleich direkt mal rüber. Ich hatte ja schon gesagt, heute, was ich machen will, und zwar einen hohen Drop, den ich noch nie gemacht habe. Das ist hier im Slopestyle in Winterberg, den kennt ihr vielleicht. Der hat um die 2 Meter, wenn du hier von der Absprungkante geht erstmal über ein Gap, 2 Radlängen ungefähr, dann in die Landung, die ist relativ weitläufig. Das heißt, man hat jetzt nicht ein Sniper-Landing, wo du genau eine Stelle treffen musst, du hast genug Raum, du kannst jetzt weiterspringen, wie du auch willst. Ja, und mir war jetzt einfach wichtig nochmal für euch, dass wir gucken, wie tastet man sich denn an hohe Drops heran. Ein Video zum Drop-Techniken an sich, es gibt ja verschiedene, packe ich euch in die Videobeschreibung rein oder ihr findet es hier oben nochmal im Video. Und das ist klar, die Dinge müssen sitzen. Also es geht jetzt nicht darum, wie droppe ich überhaupt. Das muss im Schlaf automatisch, müsst ihr sicher droppen, wenn ihr dann die Höhe steigern wollt. Und es hat viel jetzt mit mentalen Techniken zu tun. Also wie fühlt man sich sicher, wie kann man sich herantasten. Und da will ich euch ein paar Tipps geben und jetzt als Experiment, ich selber, wie gesagt, höhere Drops habe ich 2004 das letzte Mal gemacht, der Liga vielleicht, und das heißt auf jeden Fall für mich auch Adrenalin. Mein Bike verpflichtet, einmal hier der Polygon Colossus Rahmen, schon zweimal die Rampage wurde damit gewonnen, 2015 und 2017 von Kurt Zogi, und ja, das Rad kann was. Und ich habe hinten, das wissen ja schon einige, die Rohloff-Schaltung drin. Die fahre ich seit 2003 an meinem Bike. Das war übrigens auch das Fahrrad, mit dem ich meine größten Sprünge, Roadgaps und so gemacht habe damals. Mit einer Doppelbrückengabel noch drin. Tyler Klassen, der hat 2002 die Rampage gewonnen. Und der hatte damals auch die Roloff, bei der Rampage glaube ich noch nicht, aber danach dann. Und Tarek Razoui, der heute die Events organisiert, war auch Profifahrer und hatte auch die Roloff empfohlen. Und deswegen habe ich als junger Typ 2003 dann gedacht, muss ich ein Rad haben, die hält was aus. Ihr seht es jetzt schon an meinem Outfit, normalerweise fahre ich ja im Halbschalenhelm. Ich habe jetzt so einen Enduro-mäßigen Helm, wo man einen Kindschutz dran machen kann. Das heißt, das nutze ich dann auch, dann fühle ich mich sicherer. Hat viel mit dem Kopf zu tun, einfach. Man muss nur aufpassen für euch, manche haben auch den Gladiatoren-Effekt. Das heißt, je mehr die sich einpacken, desto unverwundbarer fühlen sich und machen vielleicht Dinge, die sie erstmal nicht machen sollten, wo sie sich erstmal rantasten müssen. Deswegen ist das etwas individuell, zu sagen, was muss ich alles anziehen, komplette Protektorenjacke, Neckbrace, da gibt es ja Hüftschoner, gibt eigentlich 1000 Schoner, die man anziehen kann. Wenn euch das hilft, dann super. Man kann ja eigentlich nicht zu viel Schoner haben, aber sehr erfahrene Biker haben es teilweise so, wenn die sich dann voll einpacken, dass es dann einfach zu viel Selbstbewusstsein gibt und manchmal auch bei Anfängern, dass sie sich unverwundbar fühlen. Und viele Schoner schützen halt vielleicht vor äußeren Verletzungen, aber vor Frakturen zum Beispiel auch nicht. Das heißt, da muss man sich ja individuell gucken, wie fühlt man sich wohl. In der Bewegungsfreiheit ist man eigentlich nicht eingeschränkt. Natürlich, wie auch bei vielen Fahrtechniken, die man lernt, wo man eine Bewegung lernt, geht es jetzt auch beim Mentalen darum, Schritt für Schritt. Also, man muss natürlich, wie gesagt, kleine Drops, hier im Winterberg im Übungsparcours gibt es kleinere Drops zum Üben oder unten eine Dropbatterie. Ich bin jetzt hier in der Dropbatterie, die gibt es in vielen Bikeparks, wie hier in Winterberg, wo echt schon viel Gutes gebaut wurde. Haben wir jetzt hier 3 Drops, einmal den ganz kleinen, der ist so ähnlich wie der im Übungsparcours, da wenn man sich wieder warm springen will. Dann hier den mittleren
und dann den höchsten aus der Drop-Batterie. Die Landung ist im Grunde ein Ding. Man könnte sogar, wenn man will, als Kölner auch mal einen Transfer springen. Das heißt, den rechten Drop abziehen und links in die Landung, wenn man will. Ich mache jetzt einfach alle Drops einmal, um euch das zu zeigen. Der kleinste Drop zum Warmmachen. Vorher, wenn man noch gar nicht Erfahrung hat, tut 1000 Bordsteinkanten runtergedroppt oder Zweiertreppen. Ich habe jetzt hier einen Drop, das würde ich euch raten, den habe ich schon häufig gemacht und fühle mich wohl damit. Also, das ist hier der Einstieg in Winterberg, in Slopestyle und ja, mit dem fühle ich mich wohl. Den kann ich auch zum Warmfahren machen und fühle mich einfach gut dabei. Muss mir nicht großen Kopf machen, einfach wieder warm zu werden, Selbstvertrauen. Die Bewegung, die ich am Drop mache, die muss automatisiert ohne Nachdenken kommen. Mit Schwung und Droppen. Jetzt ersten Drop heute gemacht, einen, den ich mich super wohl fühle. Und ich mache den jetzt direkt nochmal. Und in der Luft schlage ich ein bisschen Lenker ein, irgendwas, dass ich nicht nur das Droppen mich wohl fühle, sondern auch mit dem Stylen irgendwas, wo ich das Gefühl habe, in der Luft habe ich ein gutes Feeling heute. Gut, jetzt habe ich es mit Style gesprungen, das heißt Vorderrad eingeschlagen. Da ging es für mich darum, nicht gut auszusehen, sondern wirklich, dass ich ein gutes Gefühl in der Luft habe. Und ja, dann ist wichtig, wieder Schritt für Schritt sich heranzutasten. Und ich will auf den nächsten Drop. Das heißt, das ist hier der vom Startturm runter. Der ist gar nicht viel höher, aber er hat eine etwas steilere Landung. Und den Drop, den ich gleich mache, der große, der hat auch eine steile Landung. Deswegen sollte man auch da sich rantasten, wenn man die Möglichkeiten hat. Und die sind hier im Bikepark und in den meisten Bikeparks aufgrund der Vielzahl der Drops auch gegeben. Der Drop mit der steileren Landung vom Startturm hier in Winterberg im Slopestyle. Da ist jetzt von hier oben, könnt ihr nämlich jetzt auch gut sehen, das Typische beim Droppen, dass man da bergab quasi auf eine Kante fährt und man, was dahinter kommt, sieht man nicht. Man sieht nur das Nichts, man sieht nicht die Landung, man sieht nicht das Gap, was man übersprungen muss. Das heißt, dieser Stress, den man da unbewusst durchkriegt, der ist groß, deswegen wieder herantasten, automatisierte Bewegung, Entschlossenheit und let's go. Jetzt, nachdem ich auch den anderen Drop gemacht habe, zum Rantasten, um warm zu werden, um mich auch an steilere Landung zu gewöhnen, bin ich jetzt hier an dem Drop, den ich eigentlich machen will. So, es ist gar kein Fehler, sich das Ganze auch mal anzugucken. Hier im Bikepark ist natürlich alles sehr safe gebaut. Das heißt, ich muss gar nicht groß mir Gedanken machen, wo muss ich nach links und nach rechts abspringen, sondern ich kann, das ist alles breit, die Landung ist breit, der Absprung ist breit, alles safe. Trotzdem ist es gut, sich das anzugucken zur Visualisierung. Also man guckt nochmal fürs Feeling und auch, dass man sich ungefähr vorstellen kann, wie fühlt es an, jetzt da zu fliegen. Und ja, was man machen kann, dass man auch einen Stein zum Beispiel runterwirft, um die Flugkurve mal zu gucken. Also ich habe jetzt den Stein, den ich jetzt mal hier werfen werde in die Landung. Natürlich bitte nachher wieder wegräumen. Vor allen Dingen im Bikepark, aber auch wenn ihr zu Hause irgendwelche Homespots habt, nicht, dass da irgendwelche Steine in der Landung liegen. Für euch und für die anderen nicht. Der Sinn an dem Steinwurf ist, die Geschwindigkeit, wie der Stein geworfen wird, ist so ähnlich wie unsere Geschwindigkeit mit dem Rad. Und deswegen ist auch die ballistische Flugkurve die gleiche. Das hilft uns wieder für die Visualisierung und auch zu gucken, wie viel Tempo brauche ich und wie sieht die Flugkurve aus. Also locker an die Kante stellen und aus der Hüfte. Was ich natürlich heute mache, ich habe ja einen Thomas dabei. Der Thomas hat den Drop schon gemacht. Also gucke ich mir an, wie er ihn droppt, dann sehe ich, was hat der für ein Tempo. Und was ich auch machen kann, dass ich einfach hinter ihm fahre und sein Tempo nehme. Und da muss ich nicht groß nachdenken, bin ich zu schnell, bin ich zu langsam. Ich weiß, das Tempo, was er gemacht hat, hat gepasst. Von der Drop-Technik, ich mache normale Floater-Technik. Ich lasse mein Rad unter mir nach vorne gleiten, damit das Vorderrad nicht absackt. Ich will jetzt nicht hier so voll abziehen, weil ich muss keinen Trick machen wie die Slopestyler oder so. Ja. Also, Speedcheck ist auch eine Sache, die man immer machen kann. Und zwar ist da so, dass man ein Gefühl kriegt für die Anfahrt, weiß, muss ich nochmal reintreten, muss ich nur rollen. Ich habe ja gesagt, gut ist, wenn man sich ziehen lassen kann, wenn man jemanden hat oder wenn man jemandem zugucken kann. Trotzdem eigener Speedcheck ist sicher. Wichtig, wenn ihr das macht, dann habt das vorher schon entschlossen. Also nicht, ich fahre mal, vielleicht droppe ich, vielleicht mache ich Speedcheck.
Das muss vorher entschlossen sein, damit ihr nicht in Gefahr läuft, dass ihr zu spät bremst und das Vorderrad die Kante runter kugelt mit euch dann zusammen. Macht natürlich vorher schon mal eine Bremsung auf Holz, dass ihr wisst, wie ist hier der Boden, ist der rutschig oder geht das? Wenn ihr nasse Reifen habt, dann reicht das auch, dann kann das Holz trocken sein und es ist trotzdem rutschig. Aber ihr habt bestimmt schon mal Leute gesehen in irgendeinem YouTube-Video, die wollten dann einen Speedcheck machen und sind dann beim Bremsen das irgendwie weggerutscht. Also auf dem Level, wenn ihr hohe Drops macht, dann seid ihr eh schon erfahrene Biker, dann wisst ihr auch, wie man eine Federgabel verstellen kann und habt das wahrscheinlich schon eingestellt. Trotzdem für so richtige Hacks, ja, so richtige Drops, wo man weiß, das ist auch ein starker Einschlag in der Landung. Also ich habe mir jetzt hier die Gabel etwas progressiver gemacht, die Druckstufe ein bisschen zugemacht, dass sie mir halt, ist jetzt nicht mehr so sensibel, wie wenn ich jetzt irgendwie einen Trail mit nassen Wurzeln fahre, dann mache ich sie mir wieder weicher. Aber ich weiß, ich rausche nicht durch den Federweg und ich habe keinen Durchschlag oder so. Das zweite natürlich wichtig, ihr könnt da unten meistens in einem roten Hebel, könnt ihr auch die Ausfedergeschwindigkeit einstellen. Zu schnell ausfedert, habt ihr so einen Flummi-Effekt. Ja, deswegen Zugstufe kann man für Drops ruhig schön langsam stellen. Langsamer als man sonst fahren würde, wenn man ganz viele Hindernisse am Stück hat, wo es auch schön aktiv sein soll. Natürlich geht es jetzt darum, man hat vielleicht eine Blockade, vielleicht hatte man schon mal einen Sturz bei einem Drop oder man hat einfach noch nie so einen hohen Drop gemacht. Das heißt, man fährt immer wieder drauf zu und bremst immer ab. Eine Methode ist, man kann sich wirklich nochmal gedanklich nochmal erinnern, was habe ich schon für Drops gemacht. Auch nochmal nicht nur erinnern, ich habe den gemacht, sondern nochmal vielleicht mal die Augen schließen und denken, wie hat sich der angefühlt? Die Bewegung, die Landung, abgefedert. Das heißt, diese Techniken, visuellen Techniken können echt viel helfen, um auch wieder das Selbstbewusstsein zu bekommen und dann auch die Entschlossenheit zu haben. Adrenalin, nachher auch Dopamin ist jetzt auf jeden Fall im Spiel. Also man wird einen hohen Puls kriegen, unten freut man sich total, wenn es geklappt hat und man sollte vorher sich positiv zureden. Mir hilft es auch, wenn ich mir Dinge sage, zum Beispiel beim Drop sagen und jetzt droppen oder und Lenker nach vorne, irgendwas sagen, damit ich vernünftig atme. Wenn man sehr gestresst ist, viele klemmen dann so die Lippen zusammen, manche blasen auch so die Lippen auf und atmen nicht mehr richtig. Das ist auch nicht gut, dann sind die Muskeln mit weniger Sauerstoff versorgt. Deswegen hilft es auch, mal was zu sagen. Stell dich mal vor, ihr habt einen Trainer dabei, einen Coach. Und wenn ihr jetzt dreimal angefahren seid und immer abgebremst und ihr sagt zu euch selber, boah, scheiße, Mann, ich bin so ein Idiot, warum bin ich denn nicht gefahren? Das wäre natürlich sehr ungünstig, weil ihr dann in so einen Negativgedankenkreisel kommt. Wichtig wäre wirklich, dass ihr überlegt, was würde mein Trainer sagen? Der würde wahrscheinlich sagen, komm Junge, komm Mädel, du kannst es, du hast jetzt den Drop gemacht, vielleicht fährst du noch mit den Kleinen, dass du dich wieder wohlfühlst, du hast die Technik, du hast schon andere gemacht, hab Vertrauen, vielleicht fährt das dann nochmal vor euer Trainer, aber mir geht es darum, stellt euch vor, der Trainer redet euch positiv zu und so müsst ihr mit euch selber auch reden. Ah, fuck, fuck. Scheiße, ey. Also, das wäre jetzt Szenario, wenn ihr diesen Schalter hinten im Kopf, der Klick macht, nicht findet und ihr habt alle Sachen probiert, dann müsst ihr auch mal akzeptieren, Tagesform. Tagesform ist nicht nur, was Fitness und Muskeln angeht, auch der Kopf hat eine Tagesform. Und wenn ihr einfach nicht euch so wohlfühlt, das zu machen, dann muss man auch mal sagen, ich komme wieder. Das Ding ist nächste Woche oder morgen oder wann nicht abgebaut. Jo, ich bin jetzt noch voller Adrenalin. Ich habe ihn jetzt das erste Mal gemacht. Thomas hat mich gezogen, wir haben es auch gefilmt. Wie gesagt, so ein Ding habe ich 2004 das letzte Mal gemacht. Wir waren recht schnell, wir sind tief in die Landung rein. Ich habe einen guten Adrenalin-Rush gehabt und danach auch einen guten Dopamin-Stoß. Das heißt, das ist immer, wenn man sich so eine Überwindung hat und es dann macht und dann so, yeah, ist, dann hat man auch immer im Hirn so einen Dopamin-Ausstoß, was natürlich super angenehm ist. Manche müssen dafür irgendwelche Pulver sniffen, um das zu kriegen. Wir gehen eine Runde droppen. Ja, jetzt habe ich den Drop einige Male gemacht und für euch selber vielleicht interessant, wenn ihr zu Hause droppt oder im Bikepark und es ist kein Betrieb, also die Strecke muss immer frei sein, aber heute ist hier kein Betrieb, dann könnt ihr mal gucken, wo sind eigentlich die Spuren von der Landung. Also hier vorne sieht man, da wo Thomas und ich das erste Mal gelandet sind, weil wir beim ersten Versuch ziemlich schnell waren, haben wir die sehr lange Landung auch genutzt und sind tief gelandet. War natürlich ein gutes Gefühl, mein Adrenalinschrei habt ihr gehört. Und eben bin ich dann, das sieht man da, hier vorne auf dem Boden, auch
nicht mehr ganz so weit gesprungen. Und das war dann natürlich ein kontrollierteres Gefühl, weil ich früher wieder am Boden war. Das waren Tipps von mir für einen hohen Drop, den ich noch nicht gemacht habe, also Erstbefahrung. Wenn ich natürlich jetzt an die Rampage denke, was die Jungs da machen, das gibt dann nochmal eine ganz andere Perspektive. Und frage viele, kann ich auch mit dem Hardtail so 2-3 Meter Drops machen? Man sieht natürlich einige von den Dirt-Jungs, die das machen. Die ziehen dabei noch Tricks und so. Die haben natürlich unglaublich Routine und können den körpereigenen Federweg auch gut nutzen. Also wenn ihr ein robustes Dirt-Bike habt oder ein Freeride-Hardtail, was sowas wegsteckt, geht natürlich. Das geht härter in die Knochen und aufs Material. Also ich bin jetzt hier, Thema hohe Drops, Thomas, der eben die Kamera gehalten hat. Und er wagt sich jetzt mal hier im unteren Bereich an die hohen Drops ran. Das ist hier dieser North Shore Drop. Und vielleicht auch das Road Gap, das wissen wir nicht, ob es heute, wie er sich fühlt. Im Bikepark Olpe hat er den großen schon gemacht. Und wir gucken mal, wie er mental heute drauf ist. Also, Anfahrt. Und er droppt. Yeah! So, jetzt geht mir auch mal ein bisschen die Pumpe. 2,5 Meter Drop haben wir gemacht. Und jetzt mal das Road Gap, was ich mir seit ungefähr 5 Jahren im Kopf habe. Technisch kann ich es, aber jetzt können wir gucken, ob ich das Metall packe. Ich habe heute meinen 2 Meter Drop gemacht im Slopestyle, das was auch für mich sehr eine gute Herausforderung war. Was bei Thomas? Was ging bei Thomas? Ich habe das große Road Gap in Winterberg gemacht, was ich mir schon lange vorgenommen habe, und Rock'n'Roll, ich habe es gesprungen. Und jetzt brauche ich auf alle Fälle wieder was Neues, um mich zu pushen. Aber ich denke, mit 40 sich so da mental nochmal zu überwinden, ist schon auf alle Fälle ziemlich cool. Wenn ihr auch springen lernen wollt, dann kommt entweder zu Marc oder zu mir und wir zeigen euch alle Tricks und Kniffe. Bis dann. Ciao. See you.